Hi, ich bin Thomas, ich arbeite hier am Institut für Geoinformatik an der Uni Münster und ich würde euch gerne ein Projekt vorstellen, das wir mit Hilfe der neuen Crowdfunding-Plattform ScienceData bewältigen wollen, und zwar genau mit eurer Hilfe. Das Projekt ist Gesteninteraktion mit raumzeitlichen Daten in virtuellen Globen. Worum geht es dabei? Wenn wir uns überlegen, was es für Arten von virtuellen Globen gibt und wie man mit einem Computer mit diesen interagieren kann, fallen uns ganz verschiedene Methoden an. Irgendwann hat man mit Tastaturen angefangen, es gibt Möglichkeiten, das Ganze mit der Maus zu machen oder mit dem Touchpad. Es gibt mittlerweile virtuelle Globen, die raumzeitliche Daten darstellen auf Tablet-Computern, auf Smartphones und anderen Geräten. Wir haben in diesem Jahr einen Prototypen entwickelt, indem man mit Körpergesten solche Globen steuern und Daten visualisieren kann. Die Gesten, die wir entwickelt haben, sind teilweise nicht so einfach. Wir haben Probleme entdeckt, wenn Kinder mit diesem Prototypen arbeiten. Wir haben Probleme entdeckt, wenn ältere Menschen mit diesem Globus arbeiten. Und es gibt Probleme bei der Registrierung oder Anmeldung von Nutzern. Das Schwierigste ist aber die Geste zur Veränderung der zeitlichen Daten bei dem Globus. Ja, diese Geste macht die größten Probleme und man fragt sich hier, wie entwickelt man eigentlich bessere Gesten? Da gibt es natürlich mehrere Herangehensweisen. Man könnte versuchen, beispielsweise die Gesten, die mit dem physikalischen Globus verwendet werden, in irgendeiner Art und Weise umzusetzen. Das stößt eigentlich schnell an seine Grenzen, weil ein digitaler Globus ja doch deutlich mehr Möglichkeiten eröffnet als nur ein physikalischer. Beispielsweise kann man zoomen, das geht bei einem physikalischen Globus nicht. Daher ist vielleicht eine vielversprechende Herangehensweise, dass man Benutzer mit einbezieht, sozusagen Ideen sammelt, die Benutzer generieren, wenn sie mit einem digitalen Globus interagieren, und darüber versucht dann ein Vokabular zu entwickeln von Gesten, die nicht nur gut funktionieren für die verschiedenen Aktionen, die man durchführen möchte, sondern auch möglichst intuitiv und leicht erlernbar sind. Eine solche Studie wollen wir jetzt genau mit eurer Hilfe durchführen. Ja, die Studie muss erstmal geplant werden, entworfen werden. Wir müssen Teilnehmer finden, die repräsentativ sind aus verschiedenen Altersgruppen, verschiedenen Geschlechtern und verschiedenen Backgrounds. Und die müssen an der Studie teilnehmen. Diese müssen auch entlohnt werden. Und die Ergebnisse der Studie müssen ausgewertet und publiziert werden. Für euren Support bekommt ihr natürlich auch etwas zurück. Angefangen mit einer persönlichen Dankes-E-Mail über ein T-Shirt, den Fahrtkosten für die Teilnahme an unserer Studie, bis hin zu einem Besuch von uns und unserem Prototypen bei euch. Genaueres seht ihr aber hier auf der Seite. Wo ihr uns finden könnt, schaut einfach auf sciencedata.de nach dem Geoinformatik-Projekt. Gesteninteraktion mit raumzeitlichen Daten in virtuellen Globen. Danke für eure Unterstützung.